Heute bei Monday Night Raw werden ihr drei Triple Main Events sehen. Einmal haben wir das Match zwischen Kane und Seth Rollins und Cesaro und Braun Strowman in einem No Holds Barred Match und ein 1 gegen 3 Handicap Match, wo Brock Lesnar auf Sheamus und die Revival trifft. Die Sieger vom Match Cesaro und Braun Strowman und Kane gegen Seth Rollins werden nächste Woche in einem Number One Contenders Match aufeinandertreffen. Und sollte Brock Lesnar die Revival und Sheamus besiegen, dann wird Brock Lesnar noch hinzugefügt und es wird ein Triple Threat Match. Deswegen verpasst Monday Night Raw nicht. Und jetzt ab zum Intro. Herzlich willkommen zu Monday Night Raw, Leute. Heute werden wir drei Triple Main Events sehen. Und wir werden noch viele weitere Informationen zu WWE Battleground herausfinden. Und ja, Leute, genießt einfach mal die Show. Denn diese Show wird echt krass. Und wir werden jetzt erstmal die Promo vom neuen Universal Champion Sheamus sehen.
Oh Mann, liebe Leute. Oh, schaut euch das mal an. Das sieht man gerne. Also tolle Sportlichkeit, was sie gerade gesehen haben. Also ja, Kane gegen Seth Rollins hier heute und das ist echt ein krasses Match hier. Was wir hier gerade sehen, ist es ein normales Singles Match. Und Kane ist zurück. Er ist nun beim Monday Night Raw. Und wir haben eben eine starke Promo von Sheamus gesehen. Also wirklich eine echt starke Promo. Und ja, der nächste Pay-Per-View wird nicht mehr Great Balls of Fire sein. Es wird Battleground sein. Grund dafür werde ich in einem anderen Video mal sagen. Aber ja, als nächstes werden wir kein Great Balls of Fire sehen, sondern Battleground. Und das hier ist die allererste Ausgabe nach Money in the Bank. Wir haben ja den neuen Universal Champion hier, Sheamus. Und wir suchen jetzt einen Number One Contender für ihn. Wir werden heute viele Matches noch sehen. Das ist eins davon. Hier Kane gegen Seth Rollins. Dann haben wir noch ein No Holds Barred Match zwischen Braun Strowman und Cesaro. Und dann haben wir ein 1 gegen 3 Handicap Match zwischen Brock Lesnar, Sheamus und The Revival. Also das kann echt krass werden. Und Kane hier mit einem Dropkick. Und das Ganze läuft so ab. Wir haben jetzt hier 3 Matches bei der heutigen Raw-Ausgabe. Wir werden nur 2 Raw-Ausgaben, 2 Smackdown-Ausgaben haben. Dann haben wir Battleground. Also, die 3 Matches, die wir hier heute sehen, das sind Matches für ein Qualifikationsmatch, für ein Fatal 4-Way-Match. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Kane hier gewinnt, wird er der erste Teilnehmer sein für das Number One Contenders Match. Dann haben wir Braun Strowman gegen Sheamus und der Gewinner da wird dann der zweite Teilnehmer sein. Und dann haben wir das Handicap Match zwischen Brock Lesnar und Sheamus und die Revival. Und wenn Brock Lesnar gewinnt, ist das der dritte Teilnehmer und dann werden wir nur ein Triple Threat Match sehen. Sollte aber die Revival mit Sheamus gewinnen, dann werden wir ein Fatal 4-Way Match sehen, wo noch die beiden Mitglieder von The Revival drinne sind. Also, das wird so ablaufen. Wenn es Planänderungen gibt vom Raw GM, dann werde ich mich dazu auch äußern. Jetzt gibt es aber erst noch einen Chokeslam von Kane. Ein heftiger Chokeslam hier. Cover, ey, Ref 1, 2 und Kickout bei 2. Der Referee hat da ein bisschen zu lang gebraucht. Also mal schauen, wie es dann sein wird. Ob wir ein Triple Threat Match oder ein Fatal 4-Way Match sehen. Das muss der Raw GM Kurt Angle entscheiden. Ob es wirklich dann die Revival-Mitglieder sind. Mal schauen. Vielleicht wird es auch ein anderer Superstar hier. Ja. Also Braun Strowman müsste ja... Oh, der Kick hier. Ja, warte mal, jetzt kommt... Jetzt will Seth Rollins hier den Pedigree... Nee, den Ansatz zum verbotenen Curbstomp. Der ist verboten, aber Seth Rollins macht es einfach. Ist illegal. Cover 1, 2 und Kickout. Kickout bei 2. Also, Leute. Das ist echt krass hier. Also, wir müssen mal schauen, ob es ein Triple Threat Match oder Fatal 4-Way Match sein wird. Ob die beiden Revival-Mitglieder, Dash Ryder und Scott Dawson dann dabei sind. Aber ich denke mal nicht, dass es so sein wird. Weitere Infos finden wir heute Abend noch heraus. Also, auf jeden Fall ist es so, dass der Sieger hier von dem Match und vom Match Cesaro und Braun Strowman in einem Triple Threat Match antreten. Aber wie es dann ablaufen wird mit Brock Lesnar und The Revival, das steht nicht fest. Cover hier von Rollins, 1, Kickout. Bei 1. Und er hat einen Curbstomp kassiert, der Kane. Und das ist echt krass. Also, bis jetzt steht es so fest, dass wir höchstwahrscheinlich ein Triple Threat Match sehen werden. Vielleicht sogar auch nur ein Singles-Match. Oder ein Fatal 4-Way-Match. Mal schauen. Auf jeden Fall gelten
Kane und Seth Rollins hier als vielleicht erster Kandidat hier für ein Singles Match oder Triple Threat Match. Und Kane hier mit seinem Comeback Move hier. Das ist krass. Und tut mir leid, falls ich die Moves jetzt nicht call. Ich habe schon in sehr vielen Videos gesagt, dass ich nicht jede Moves hier kenne. Aber egal, was soll's jetzt? Kane hier mit Submission Move und Seth Rollins kommt hier erstmal raus. Da kommt er erstmal raus. Das ist gut, das ist gut. Jetzt ein DDT 9 Reversal von Kane. Er befördert hier Seth Rollins richtig auf die Matte. Und jetzt will er, dass Seth Rollins aufsteht und der Ansatz zum Tombstone Pile Driver. Und da gibt's eine Platzwunde. Seth Rollins mit einer Platzwunde, er blutet. Cover hier vom Big Red Machine. 1, 2 und Kickout. Was? Seth Rollins will im Number One Contenders Match stehen. Auch wenn Braun Strowman hier eigentlich eine Rematch-Klausur hat. Nee. Er muss ein Match gegen Cesaro heute beschreiten in einem No-Holds-Barred-Match. Das ist krass. Lesnar hat auch eigentlich noch ein Rematch vor. Aber nee, er muss auch gegen den Universal Champion und gegen die Revival gewinnen. Und das ist echt krass. Also weitere Infos kann ich euch heute Abend sagen. Aber ich denke nicht, dass wenn Cesaro gewinnt, er ein Match gegen Sheamus haben will. Cover hier von Kane, 1, 2 und Kickout. Deswegen, also auf jeden Fall steht es fest, dass Kane oder Seth Rollins in einem Number One Contenders Match steht. Und weitere Infos gibt es heute Abend erst. Wie es dann weiter abläuft. Entweder ein Triple Threat Match oder ein Singles Match. Das müssen wir heute Abend herausfinden. Kane, jetzt nochmal mit diesem Submission Move. Und das muss es doch sein. Das muss es doch sein, liebe Leute. Ich glaube, das wird es doch sein. Das Match. Ja. Ich glaube, das wird so sein, ey. Jetzt. Ist Seth Rollins K.O. Cover 1, 2, oh Kickout, ein enormer Kickout, wow. Hier geht's richtig ab. Seth Rollins steht wieder auf, der Ansatz zum Chokeslam sollte kommen, aber Seth Rollins bearbeitet jetzt hier Kane. Aber Kane kommt jetzt wieder hoch und es gibt einen Schlag ins Gesicht und noch einen Schlag in den Magen. Aber Seth Rollins befördert Kane jetzt mal in die Ecke. Und... oh! Mit dem Gesicht an dem mittleren Turnbuckle hier. Holy shit. Hier ist Seth Rollins. Er hebt Kane hoch und oh! Er befördert ihn an die Ringecke. Cover hier. 1, 2 und Kickout. Ich glaube, das war gerade Seth Rollins Signature. Also, ich habe es ja gesagt, ich kann nicht alle Moves coinen, weil ich nicht jeden Namen von den Moves kenne. Aber Seth Rollins will jetzt, dass Kane aussteht. Aber Kane dreht sich um, kann den Pedigree hier verweigern. Oder in den Curbstone, was auch immer hier kommen sollte. Oh, shit. Was für ein Move hier von Seth Rollins. Und Kane wieder mit dem Reversal. Und Kane packt sich Seth Rollins und es gibt den zweiten Chokeslam nicht. Reversal von Seth Rollins. Und wir haben bei Money in the Bank gesehen, dass die Außenseiter ist auch drauf. Ein Finisher hier von Seth Rollins. Cover und Kickout. Rope Break. Die Hände waren unterm Seil von Kane. Und dadurch konnte dieser Pin nicht stattfinden. Ich kommentiere das Ganze hier live. Übrigens, oh. Echt stark gemacht hier von Seth Rollins und Kane. Oh. Nochmal stark gemacht hier von Rollins mit dem Kick hier. Aber Kane jetzt erst einmal in den Reversal. Also, jetzt soll es wieder den Ansatz zum Chokeslam geben. Der zweite Chokeslam heute. Und ein Tombstone Piledriver. Jetzt muss es sein. 1, 2... und 3, Kane ist der Sieger. Er kehrt zurück. Und ist
im Number One Contenders Match hier. Hier sehen wir nochmal die Highlights vom Match. Also hier sehen wir nochmal sehr viele Submission Moves hier von Kane. Hier sehen wir noch den Tombstone Pile Driver. Das war jetzt nichts Besonderes. Also Kane kehrt zurück und ist direkt im Number One Contenders Match. Was wir noch sehen werden nächste Woche bei Monday Night Raw. Kane. Entweder gegen Braun Strowman. Oder gegen Brock Lesnar. Oder gegen Cesaro. Oder vielleicht ein Triple Threat oder Fatal 4-Way Match. Mal schauen, wie wir es nächste Woche haben. Weitere Infos sehen wir, beziehungsweise hören wir gleich noch vom Raw GM Kurt Angle. Und jetzt geht das zweite Qualifikationsmatch los. Ein No-Holds-Barred-Match zwischen Braun Strowman und Cesaro. Oh, wow, was für ein Uppercut hier direkt von Cesaro. So, und jetzt habe ich die Nachricht von Raw GM Kurt Angle mitbekommen. Er hat mir zwar eine Mail geschrieben, eine SMS, und er meinte, dass wir drei Qualifikationsmatches haben. Und Cesaro und Sheamus jetzt nun getrennte Wege gehen, angeblich. Cesaro möchte auch ein Universal Championship Match, wenn er schon einen Braun Strowman besiegen sollte. Falls er es aber nicht schaffen sollte, geht er wieder zu Sheamus zurück. Wow! 619! Von Cesaro! Aber ja, wie gesagt, falls Cesaro es gewinnen sollte, wird er das Number One Contenders Match bestreiten. Falls er aber nicht besteht, dann geht er wieder zu Sheamus zurück. Und ja, dann hat Braun Strowman das Match mit Kane, aber sollte dann Sheamus mit den Revival-Mitgliedern gewinnen gegen Brock Lesnar, wird es nur ein Singles-Match. Also, ja. So Leute, da bin ich wieder. Da gab es eine kleine Unterbrechung, ich musste kurz etwas machen. Aber egal, ich glaube, das stört hier keinen. So, jetzt, also, jetzt sage ich es nochmal neu, weil ich gerade, wie gesagt, oh, Rolling Power Slam hier von Braun Strowman. Und da gibt es direkt mal den Cover 1. Oh,
Kickout bei 1 nach einem Running Power Slam. Was ist los mit Braun Strowman? Erst in die Niederlage kassiert bei Money in the Bank gegen Sheamus. Jetzt trifft er auch seinen Tag Team Partner Cesaro. Und das in einem No Holds Barred Match. Jetzt, wie gesagt, alles erlaubt. Es gibt keine Disqualifikation. Und da befördert Cesaro Braun Strowman hier auf die Ringmatte. So, jetzt kann ich das aber mal sagen, weil jetzt nicht so viel passiert. Und zwar hat der WarGM Kurt Angle mir eine SMS geschickt und gesagt, dass wir halt die drei Matches hier haben, die ich ja angesprochen habe. Kane ist, wie gesagt, ja der Sieger. Der steht nächste Woche im Number One Contenders Match. Der Sieger von dem Singles beziehungsweise No Holds Barred Match wird dann auf Kane treffen. Und sollte Brock Lesnar heute gegen Revival und Sheamus gewinnen, wird Brock Lesnar noch hinzugefügt, falls er verliert. Wow! Was für ein Flying Uppercut hier von Cesaro! Und er hat Strowman einfach hochgehoben! Es ist der Schweizer Superman hier! Er hat's drauf! Er hat's drauf! Und bei Money in the Bank haben wir gesehen, dass die Außenseiter auch gewinnen können! Ich sag nur Sheamus, ne? Cover hier von Strowman 1 und Kickout. Also, sollte Lesnar gewinnen, wird er hinzugefügt beim Number One Contenders Match. Dann wird das Ganze ein Triple Threat Match. Sollte Lesnar verlieren, wird es ein Singles Match geben zwischen Kane und den Sieger vom No Holds Barred Match zwischen Strowman und Cesaro. Und ja, dann werden wir nächste Woche den neuen Number One Contender sehen. Cesaro will jetzt das. Braun Strowman hier aufsteht und es gibt den Ansatz zum Sharpshooter hier. Sharpshooter von Cesaro und wird Strowman tappen. Er tappt! Was? Cesaro besiegt Strowman und Strowman wieder mal mit einer Niederlage. Was ist los mit dem Monster? Kann ich Strowman überhaupt noch so nennen? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn noch so nennen soll. Auf jeden Fall besiegt Cesaro hier Braun Strowman. Und das ist echt krass. Das heißt, nächste Woche bei Raw werden wir Kane und Cesaro in einem Number One Contenders Match sehen. Und sollte Brock Lesnar heute das Handicap Match gewinnen, wird es ein Triple Threat Match geben. Also wir werden sehen, ob Cesaro hier gegen seinen ehemaligen bzw. jetzigen Tag Team Partner trifft. Das werden wir nächste Woche alles herausfinden. Cesaro holt sich hier den Sieg gegen Braun Strowman. Glückwunsch hier. Also echt krass, was der Typ hier drauf hat. Wenn euch die Ausgabe bis jetzt gefallen hat, dann schreibt Hashtag War in die Kommentare und lasst eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Main Event von Monday Night War. Und wir kommen jetzt zu unserem Main Event von Monday Night Raw. The Beast Incarnate Brock Lesnar is back bei Monday Night Raw. Ein Handicap Match, ein 1 gegen 3 Handicap Match im Main Event. Und er muss heute Sheamus und die Revival besiegen. Sonst ist er nicht fürs Number One Contenders Match für nächste Woche qualifiziert. Kann sich das Beast gegen den neuen Universal Champion The Revival durchsetzen? Das werden wir herausfinden in unserem Main Event von Monday Night Raw.
Und hier sehen wir den neuen Universal Champion. Es ist der keltische Krieger, Sheamus. Wie gesagt, bei Monday Night, bei Money in the Bank meinte ich, sorry. Bei Money in the Bank konnte er Braun Strowman besiegen und wurde somit zum neuen Universal Champion gekrönt. Und jetzt hat er seine Tag Team Partner, die Revival, an seiner Seite, um das Beast vielleicht zu besiegen. Wir werden es gleich herausfinden. Und jetzt gleich geht's los und an der Jacke von Scott Dawson und Dash Rider stand ja hinten Hashtag Top Guys drauf und ja, Sheamus ist jetzt auch ein Top Guy, aber Brock Lesnar ist hier das Beast von Monday Night Raw und er lässt sich nicht einfach so schlagen. Er will seine Universal Championship zurück und er wird alles dafür tun, um seinen Titel zurückzubekommen. Bei Payback hat er ja seinen Titel an Braun Strowman verloren in einem Steel Cage Match. Und jetzt will er seinen Titel wieder. Belly to Belly Suplex von Sheamus. Was ist das denn für eine Frechheit hier? Brock Lesnar kommt zu Suplex City. Aber Sheamus hat bemerkt, dass Brock Lesnar ein Beast ist und zeigt hier direkt mal mit Scott Dawson. Und Scott Dawson muss jetzt ran und ey, die wollen doch nicht hier alle in Super. Oh ja, guck, Lesnar lässt es nicht zu hier. Reversal und ein Tritt ins Gesicht für diese Frechheit. Boah, die Kniescheibe gibt's noch ins Gesicht. Und jetzt wird Scott Dawson aufgegessen, sag ich mal. Ja, das ist ein schönes Frühstück hier für Brock Lesnar. Hier gibt's diese Schläge. Und der arme Scott Dawson. Aber er kommt jetzt zurück. Ne, doch nicht. Reversal von Lesnar und doch, ein Reversal jetzt von Scott Dawson. Wäre ich Scott Dawson, würde ich jetzt direkt mal einen Tag machen. Und ja, das macht er auch. Gut gemacht. Jetzt kommt Sheamus wieder rein und Sheamus hat ja Tag-Team-Erfahrung. Ehemaliger War Tag-Team-Champion mit Cesaro. Aber bei Payback konnte er mit Cesaro jetzt keinen Titel holen. Gegen The Shield, Seth Rollins und Dean Ambrose. Aber jetzt gibt's hier ein Reversal von Brock Lesnar. Lesnar jetzt mit dem Suplex. Und das ist die, ja, Rache hier an Sheamus. Willkommen zu Suplex City, sag ich mal. Und da gibt's ihn nochmal. Also eben hat ja Sheamus Brock Lesnar damit provoziert mit dem Suplex. Also der keltische Krieger, der muss sich hier eigentlich durchsetzen. Sonst könnte es für ihn gefährlich werden bei Battleground, wenn er in einem Singles Match gegen Brock Lesnar oder Kane oder Cesaro antreten muss, ne? Ich meine, er hat ja bei Money in the Bank schon Braun Strowman besiegt und das war krass.
Aber gegen einen Brock Lesnar wird es eine andere Liga, sag ich mal. Und Scott Dawson ist jetzt hier drin. Er befördert jetzt Lesnar hier auf die Ringmatte hier. Und ja, da feiert er sich selbst dafür, für diesen Move. Und die Fans buhen ihn aus. Aber guck mal, Lesnar ist alleine gegen drei Superstars, gegen ehemalige NXT-Champions und gegen einen ehemaligen Royal Rumble-Sieger, Mr. Ehemaliger Mr. Money in the Bank und jetzt antierender Universal Champion. Sheamus hat schon sehr viele Momente in der WWE gehabt, wo er Geschichte schreiben konnte in seiner Karriere, aber jetzt gibt's erst ein Cover hier, 1 und Kickout von Lesnar. Aber Lesnar jetzt wieder mit dem Reversal. Er tut, wie gesagt, alles, um hier seine Universal Championship zurückzubekommen. Er will hier jeden zerstören. Er würde alles dafür tun. Aber Scott Dawson geht jetzt hier aufs Bein von Brock Lesnar. Oh, noch ein Schlag. Und da gibt es noch einen Schlag ins Gesicht. Aber Lesnar macht jetzt dasselbe. Aber jetzt gibt es den Ellenbogen ins Gesicht. Und ein Suplex, Arne. Kein Suplex hier. Aber da gab es den Ansatz zu einem Suplex. Hätte ja versuchen können, aber Lesnar jetzt mit dem Reverse, er befördert jetzt Scott Dawson hier auf dem Ringmatte. Und jetzt gibt es hier einen Submission Move. Wird Scott Dawson tappen? Und der Referee checkt das hier alles nochmal ab. Lesnar! Ne, das Match ist nicht vorbei. Er bricht den Submission Move hier ab. Und verpasst ihn jetzt einen Tritt. Scott Dawson muss jetzt dringend hier einen Tag machen. Sonst wird er hier richtig fertig gemacht. Er ist schon fertig. Aber sonst könnte... Oh mein Gott, Leute. Lesnar kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Und sein Tag-Team-Partner Dash Rider will, dass Scott Dawson hier den Tag bringt. Aber nee, er will nochmal hier einen Move bringen. Und er wird auch ausgeführt. Lesnar ist fertig. Aber Scott Dawson ist auch fertig. Aber er will es hier nochmal machen. Er will hier den Sieg holen. Für sein Team. Aber wenn er jetzt nicht taggt, dann wird Lesnar ihn, wie gesagt, fertig machen. Und hier gibt es immer ein Hin und Her, Hin und Her. Also es gibt schon mal einen Move und dann gibt es dann wieder ein Reverse. Und das die ganze Zeit. Und Lesnar muss eigentlich Scott Dawson hier auffressen, sag ich mal. Es ist Frühstück für ihn. Und ja, das macht er auch. Ansatz zum Suplex City. Da gibt's den ersten Suplex. Es folgt ein weiterer. Da haben wir den zweiten. Jetzt kommt nochmal der dritte. Ich glaube, das wird auch der letzte sein. Ja, es ist der letzte. Und Lesnar will, dass Scott Dawson jetzt aufsteht. Und das meinte ich. Wenn er nicht taggt, dann wird es ein Fehler. Dann wird es vielleicht die Niederlage geben. Lesnar mit dem Ansatz zum F5 und es gibt's ihn auch. Und der Cover, aber seine Tag Team Partner kommen rein. 1 und der Schweiner hält hier nochmal alles offen. Lesnar ist sauer. Geht hier direkt auf der Schweiner. Verpasst ihn einen Schlag. Und jetzt steht nur Sheamus da. Und das war ein Fehler von Lesnar. Er hätte auch Sheamus hier einen Schlag verpassen sollen. Gegen drei Mann ist es unfair, auch wenn Brock Lesnar ein Biest ist, aber Leute, schaut es euch mal an. Er ist nicht fertig. Er kann noch weitermachen, aber es gibt ein Reversal und jetzt komm, jetzt muss Scott Dawson ein Tag machen. Ja, komm, Leute, Brock Lesnar ist nicht fertig. Er wird hier Scott Dawson zerstören. Jetzt geht's in die Rippen rein. Oh mein Gott, das tut so weh. Und ohne Dash Rider und Sheamus hätte Lesnar das Match schon gewonnen. Dank Dash Rider ist hier nochmal alles offen, aber Lesnar muss jetzt auch mal was dagegen tun. Dass Dash Rider und Sheamus nicht jedes Mal den Pinfall unterbrechen können, denn wenn er dagegen nichts unternimmt, dann wird es auch kein Ende haben, dieses Match.
dann wird er hier das Match nicht gewinnen. Und Scott Dawson muss jetzt mal einen Tag machen. Ist er denn verrückt? Was will er denn hier noch machen hier? Oh Gott. Sorry, dass ich es sage, aber das ist echt dumm, was er hier macht. Mega dumm. Und jetzt gibt es eine Powerbomb und es gibt einen zweiten. Und ich sag mal Powerbomb City. Ja, das kann man ja auch sagen. Und Lesnar spielt hier eigentlich mit Scott Dawson. Er spielt hier eigentlich nur mit ihm. Während Sheamus und Dash Ryder einfach an der Ecke stehen und das ganze Match hier einfach mal beobachten. Superplex von Lesnar und Scott Dawson ist K.O. Lesnar kann noch weitermachen. Er ist nicht K.O. Er will hier Scott Dawson fertig machen. Ja, okay, er hat ihn schon fertig gemacht. Und es gibt den nächsten Ansatz zum zweiten F5. Und das muss es sein. Aber nein, Sheamus kommt diesmal rein. Eins und er unterbricht den Pinfall. Jetzt gibt es den Suplex an Sheamus. Und jetzt macht doch Dash Ryder fertig. Und das ist das Problem. Jetzt geht er hier auf Sheamus, aber pass auf, jetzt gibt es vielleicht den Tag und vielleicht weiß Lesnar dann gar nichts davon. Er muss aufpassen, die Fans rasten hier völlig aus. Lesnar hätte das Match gewonnen und Suplex von Scott Dawson 1, 2 und Kickout. Was für eine Provokation hier. Und jetzt gibt es den Tag an Sheamus und Sheamus soll das ganze Match jetzt beenden. Oh mein Gott. Schafft es Lesnar noch für... Ach, guckt mal, was Sheamus macht. Er will selber nicht antreten. Hat er denn Angst oder was? Das ist echt mies, was Sheamus macht. Jetzt ist der nächste Revival-Mitglied da dran. Der Schreider. Jetzt wird er hier. Oh, Headbutt. Es gibt einfach mal hier so einen Kopfnuss von Lesnar. Aber jetzt wird der Schreiber hier gefrühstückt. Ja, er wird auf den Heimboden befördert. Das Match geht so lange, schon locker 10 Minuten, 15 Minuten. Das Match wird auch nicht gecuttet hier. Alles wird ganz ausgeschreit. Ich kommentiere das Ganze hier live. Das heißt, ich weiß gar nichts davon, was hier passiert. Und Lesnar will das Match jetzt beenden. Ich sag wieder mal Powerbomb City, Bitch. Oh. Ich glaube, das Bitch muss ich jetzt mal zensieren, ne? Ach, egal. Ist ja nichts Schlimmes, so. Aber jetzt soll es den Ansatz zum F5 geben. Und gibt es den F5? Ja, Ansatz zum F5. Und es gibt ihn. Ja, es gibt ihn an Dash Ryder. Und jetzt muss es sein. Nein, es ist Scott Dawson. 1, 2. Und er macht nichts. Und Kickout. Kickout bei 2,5. Und was sollte das sonst Scott Dawson? Dann zeigt dir einfach den Zeigefinger. Was? Ich. Ne, der Typ. Der. Er wurde einfach gefrühstückt. Er weiß. Er hat gar keinen klaren Kopf mehr. Er weiß gar nicht mehr, was er mal macht. Und. Ja, guckt euch das mal an. Suplex und er zerstört hier den Revival. Er zerstört die Revival hier, aber mega. Und Sheamus ist der Einzige, der noch fit ist. Aber Dash Ryder will weitermachen. Oder vielleicht sagt Sheamus ja, dass die beiden hier weiterkämpfen sollen. Weil Sheamus selber nicht in den Ring steigen will mit einem Beast, mit Brock Lesnar, ehemaliger UFC Heavyweight Champion, ehemaliger WWE Champion und ehemaliger Universal Champion. In WWE 2K17 Universal Mode konnte er ja nicht so erfolgreich sein. Da hatte er ja bei WrestleMania in einem Fatal 4-Way Match gegen Braun Strowman, Chris Jericho und Goldberg in einem United States Championship Fatal 4-Way Match verloren. Und was für ein Reverse hier zu einem DDT von Brock Lesnar. Und jetzt muss das Match auch mal beendet werden. Das Match geht schon locker 20 Minuten.
Und das Video wird locker schon 1,5 Stunden gehen. Obwohl wir gerade mal 3 Matches haben, aber das ist egal. Wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst mal eine positive Bewertung da plus ein Abo. Sonst kassiert ihr auch einen Suplex City von Brock Lesnar, wenn ihr das Ganze nicht macht. Und Hashtag War in die Kommentare. Und er zerstört hier einfach mal. Und jetzt will Sheamus rein, er kommt rein. Hot Tag und... Oh mein Gott, wie peinlich. Ich schreie ins Mikro rein und jetzt gibt es den Suplex City. Lesnar schafft es hier vielleicht. Ich schreie ins Mikro rein, es juckt mich gerade gar nicht. Das Match geht hier völlig ab. Scott Dawson, der Schreider sind alle K.O. Lesnar sagt, kommt doch her. Es ist keine große Herausforderung für diesen Beast hier, für das Beast. Und es gibt den Ansatz zum F5, vielleicht eine Vorschau für Battleground. F5, der vierte von heute. 1, 2 und Scott Dawson. Jetzt reicht es, Lesnar. Er überlegt jetzt, was er machen soll. Er geht aber weiter auf Sheamus drauf. Und so wird er nicht dieses Match gewinnen. So wird er nicht dieses Match gewinnen, wenn er so weitermacht. Lesnar muss jetzt mal was unternehmen. Sheamus geht jetzt wieder raus. Er hat bemerkt, oh Scheiße, er nimmt mich auseinander. Er will den Hot Tag machen. Kassiert erst ein Beinchen, dann F5 und Suplex. Oh, Codebreaker! Und Lesnar mit der Platzwunde direkt. Der Cover gut gemacht von der Schreiner. 1, 2 und Kickout! Kickout! Oh mein Gott, Leute! Ich bin gerade richtig im Match drinne, weil die Storyline auch einfach krass ist. Lesnar mit einem Superplex! Direkter Cover! 1, 2 und Kickout! Das gibt es nicht! Das gibt's doch nicht hier! Lesnar muss jetzt was machen! Ich wiederhole es so oft, aber... Ohne Scheiß, er muss jetzt mal was machen. Wieder ein Reversal. Wieder ein Codebreaker. Nein, es gibt jetzt erst einen Schlag. Und Uppercut. Von Dash Rider hier. Und jetzt wird es ein Reversal geben. Lesnar ist mit der Platzwunde noch nicht fertig. Er will seine Universal Champion zurück. Universal Championship. Sorry. Und er... wird alles dafür tun, das habe ich euch eben schon gesagt. Und es gibt wieder ein Suplex. Und willkommen zu Suplex City. Dash Wilder. Du bist jetzt auch dabei. Dreimal ein Suplex und jetzt komm. Jetzt verpasst Sheamus und Dash, Scott Dawson einfach mal einen Schlag. Und dann sind sie auf dem Boden. Verpasst der Schreider ein F5 und dann ist das Match vorbei. Meine Stimme geht hier auch weg. Weil dieses Match hier einfach mal locker 25 bis 20 Minuten schon geht. Und ich kommentiere das Ganze hier live. Ich mache hier keinen Cut. Ich mache hier gar nichts. Das heißt, die Raw-Ausgabe könnte vielleicht schon 2 Stunden gehen. Sheamus hat ja heute eine Promo gehalten, in dem er meinte, dass egal welcher Superstar kommen soll, wenn er sich mit Sheamus anlegen soll. Und Lesnar will sich hier mit Sheamus anlegen, aber Sheamus ist so feige und geht jetzt einfach. Und jetzt, wo Lesnar liegt, kommt er. Was ist das denn für ein Universal Champion? Und dann will er sich beweisen, so was kann man doch nicht richtigen Champion nennen. Und Platz wurde auch an Sheamus mit dem Knie. Und Sheamus ist ja mal richtig schwach hier. Lesnar nimmt ihn auseinander. Lesnar nimmt die mal richtig auseinander hier. Und mit dem Gesicht am obersten Turnbuckle. Und es gibt den Ansatz vielleicht zum F5. Sheamus wird hier zerstört von Lesnar. F5. Und jetzt muss es das gewesen sein. 1, 2. Und das gibt es nicht. Scott Dawson unterbricht den Pinfall. Mama mia hier! Bitte beende doch dieses Match! Mann, Mann, Mann!
Ich bin richtig sauer hier. Aber jetzt gibt es den Irish Curd von Sheamus. Sheamus ist ja mal eine richtige Lachnummer eigentlich. Bei Money in the Bank hat er sich bewiesen gegen Strowman, aber jetzt wird er hier gegen Lesnar richtig zerstört. Er ist feige und jetzt will er den Ansatz zum Bro-Kick. Zeig, es gibt den Bro-Kick. Bro-Kick von Sheamus und unverdient. 1, 2 und 3. Lesnar ist besiegt. Schade, schade, schade. Was für eine Lachnummer hier. Was für eine Frechheit. Unverdient von Sheamus. Und die Revival, Lesnar hat sich hier richtig bewiesen. Er hat die alle zerstört. Ohne Witz, Leute, ihr könnt mir da nichts sagen. Die drei wurden von Lesnar zerstört. Aber am Ende reicht das Ganze nicht aus. Das Team von Sheamus gewinnt unfair. Team Sheamus besiegt Brock Lesnar. Wie unfair. Unverdient. Und da muss ich mal mit dem Raw GM Kurt Angle reden. Und wir haben hier ein neues Tag Team von Monday Night Raw. Ein Team, was Raw dominieren wird. Und damit verabschiede ich mich auch. Nächste Woche einschalten, wenn es heißt, das Number One Contenders Match zwischen Kane und Cesaro. Wer wird sich durchsetzen? Wer wird bei Battleground of Sheamus aufeinandertreffen? Wir werden es nächste Woche herausfinden. Lasst ein Like und Abo da. Ansonsten Hashtag War in die Kommentare. Und ich verabschiede mich damit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.